Herzlich willkommen zurück zu Grounded. Was ist das? Der ist aggro auf mich. Das war so ein komischer grüner Käfer mit roten Augen. Hilfe! Und hier sind überall die Maden, Milben, was auch immer. Hilf mir! Ich sterbe! Oh, leck mich durch, ich komme hier nicht weg. Der Epi schaukelt sich jetzt die Eier irgendwo in der Basis, wetten? Ja, also ja. Nein! Ich laufe... Ja, wie eingekackt laufe ich hier gerade. Was ist das denn hier? Hier war ich auch noch nicht. Ich habe einen Heckenaufstieg. Ich habe eine Heckenschere entdeckt. Wie geil. Was ist das denn? Und hier oben sind Kabel. Oh, 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 oh. Ich habe eine Forschungsstation hier oben entdeckt. Das ist cool. Wieso kann ich die nicht benutzen? Ach so, war das... Nee. Warte mal, das ist... Hä? Hiermit kann ich analysieren. Moment. So. Boah. War das jetzt cool. 30 kriegst du pro Analyse. Ach du Scheiße. Ey, wie lange soll das denn dauern, bis man da die Dinger zusammengesammelt hat, wenn das alles so viel kostet? Ich hab die Shinobi-Schnupfen, habe ich entdeckt. Wieso Shinobi? Wieso kann man den nicht Gameplayerin-Schnupfen nennen oder so? Und einen Pollenpfeil kannst du jetzt machen. Ist das nicht toll? Der ist doch bestimmt für irgendwas mega wichtig. Ich weiß aber immer noch... Was ist denn das... Lila da unten. Kirsche oder sowas? Eine Beere. Hackwerkzeug. Okay. Dann gehe ich nochmal. Komme ich da nochmal hoch? Ich komm dann nochmal. Ah, ich höre dich irgendwo. Ich höre dich irgendwo. Warte mal. Aus der Richtung, glaube ich. Aber hier war doch dieser eklige Käfer. Der mich angegriffen hat. Da ist schon wieder. Der läuft in deine Richtung. Du scheinst irgendwo im Boden zu sein. Ich laufe aber trotzdem mal in deine Richtung. Wenn mich jetzt irgendwas angreift, nur weil ich in deine Richtung laufe, ne? Schwör dich, mach dich platt, du. Ach, hier war ich doch eben schon mal, hä? Warte mal, und dann habe ich die Richtung gewechselt. Wieso bist du denn jetzt hier hinter? Ich habe einen Hotdog entdeckt. Wir haben Essen bis an unser Lebensende. Da brauchen wir Billy Hawk für. Was ist denn das? Ist das die Axt? Und ich habe ein Sandwich entdeckt. Wo ich aber auch Stufe 2 von der... Wir müssen mal dringend nach Stufe 2 von der Axt gucken. Hallo, Süße. Was? Ich habe gerade mit der süßen Ameise gesprochen. Ich war abgelenkt. Was ist denn das hier? Das ist ein Kieselstein. Das ist doch... Ich finde aber immer noch nicht unsere Basis. Aber ich sehe auf jeden Fall irgendwas mit 3 Punkten und Epi. Ich laufe einfach mal in die Richtung. Ich bin total verzweifelt hier. Hä? Höre ich da so im Hintergrund? Hä? Was war das für einer gerade? Nein. Ah, ich sehe die Basis. Du kannst hingehen, wo du willst. Ich habe die Basis gefunden. Oh mein Gott. Oh. So, jetzt kann ich das analysieren. Was auch immer das jetzt war. Bärenbrocken kann ich analysieren.
Wir können jetzt den Heckenmeister machen, was auch immer das sein soll. Bärenleder und den Bärenstuhl können wir machen. Oh, Schatz, wir können uns Sessel herstellen. Das ist das Wichtigste im Spiel. Scheiß auf Waffen und Rüstung und sowas. Werkbank. Jetzt kann ich endlich meine Rüstung machen. Warte mal. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht ausgegeben. Ja toll, jetzt kann ich eine Madenweste machen, aber da ich keine Madenhaut und nichts habe. Da. So. So. Nein! Meine Freunde lässt du in Ruhe. Kann man keine Truhe machen? Das ist so doof, dass man immer alles hier liegen hat. Ah, wir bräuchten zwei Unkrautstängel. Wo habe ich die denn jetzt? Ich habe die doch hier hingeworfen. Wo sind die denn? Sind die Riesbohnen? Sind das die hier? So, oh, und ich brauche noch ein Seil. Willst du mich denn hier? Ein grobes Seil. Zack. So. So. Aber wo kann ich das hinbauen? Muss ich das aufrecht stellen? Muss ich das... Sieht so aus, als ob ich das aufrecht stellen muss, ne? Ungültige Fläche. Oder muss ich das irgendwo drauf bauen? Hm. Jetzt laufe ich hier die ganze Zeit mit dem Ding rum. Also hier sagt er mir ungültige Oberfläche, wenn ich das hier an diesen Ast versuche. Das wäre doch so perfekt. Wieso kann man... Ich meine, gut, wenn man es nicht befestigen kann, okay, das kann ich noch nachvollziehen, aber... need a little decongested? Weil dann... Wenn ich jetzt nicht mehr alle Stängel habe. Ja, toll. Dann kann ich das... Oh, hier ist ein Marienkäfer. Hallo, Mrs. Marienkäfer. Ist wieder gegangen. Oh, hier ist auch ein Marienkäfer. Wir beteiligen uns nicht daran. War das jetzt das Erspähen? Nee. Hä? Ich dachte, ich habe jetzt was erspäht. Ich habe was rausgefunden, wie man Rüsselkäfer besiegt. Ja, du musst die erspähen. Mit Y. Und Marienkäfer. Schwachpunkte, Beine, Schlitze, Hacken. Bleib stehen. Rote Ameise. Den hatte ich schon. Also bei mir steht Y. Ja, bei mir steht Y. Das war jetzt die nächste Aufgabe. Und dann mit RB. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei dir ist. Ich habe die Karte gefunden. Ja, toll. Und wo ist sie auf dem Dings? Also ich guck mal, ob ich eventuell nächstes Mal mit der lästigen Tastatur spiele. Ich bin mir noch nicht sicher. Weil es ist halt nervig, wenn der Charakter immer vor und zurück geht. Das habe ich bei Assassin's Creed immer schon so geliebt, wenn du dich anschleißt und der da macht, was er will. Aber ich kann halt meinen anderen Controller auch nicht anschließen, weil das Kabel nicht passt. Und ich kriege halt auch irgendwie im Moment kein passendes Kabel. Ich weiß auch nicht, warum. Also zumindest nicht in der Länge, wie ich es brauche. Das ist nervig. Was stehst du denn hier und guckst hier nach oben? Hallo? Ich habe übrigens umgestellt. Übrigens, neuer Tag, neues Glück, nur so zur Info für euch. Deswegen hört meine Nase sich gerade total bescheiden an. Ich habe auf Tastatur umgestellt. Das geht jetzt alles viel schneller und einfacher, aber ich weiß nicht, ob ich damit überhaupt kämpfen kann. Ich habe keine Ahnung. Wieso stehst du jetzt eigentlich bei mir am Zelt? Also spezielle Art im Sinne von dicker, dünner oder eine ganz andere Art? Warte mal. Ich hatte, glaube ich... Ja, ich hatte noch zwei... Ich muss mal eben...
Was mit Mineralwasser? Ich muss mal eben ein paar Läuse braten hier. Ich habe nämlich gar nichts mehr zu essen. Space war das so. Ich glaube, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe mich nicht getraut, aber ich glaube, die Ameisen, vielleicht auch die anderen, können dir dann Essen klauen, wenn du hier Essen machst. So, das nehmen wir direkt mal mit. Dann habe ich auch was zu essen. Ich habe allerdings nur noch... Hallo Ameise, ich muss mal eben zeigen, dass du ganz schnell zu töten bist. Es tut mir leid, ich habe jetzt privat auch nebenbei gespielt und habe da jetzt so viele Tiere getötet. Jetzt kann ich meine Freunde... Wo bist du denn jetzt? Warte mal. Ach so, da oben. Wieso stehst du dann da oben? Ach so, unsere Aufgabe. Ich gebe zu, ich habe die privat schon mal vorbereitet. Also ich habe die privat mal geguckt, wo das ist. Da müssen wir nämlich wieder zu einer Ecke zurück, wo wir schon waren. Mit dieser riesigen Heckenschere. Du hast ihn getötet! Du Schwein! Du darfst hier keine Tiere töten. Nee, wie gesagt, ich kann es gar nicht mehr bauen. Weil ich die ganzen Dinger nicht mehr habe, oder? Kannst du die so... Nee, das kannst du nicht so, meine ich. Ja, siehst du, die Stängel brauche ich, Eichelkappe und grobes Seil. Nö. Oder? Doch, ich glaube schon. Mach du mal, Sklave. Ach so, nicht erschrecken, Leute, weil ich habe die Spinnen, ich weiß jetzt endlich wieder, wo man das machen kann, habe ich jetzt wieder auf Spinnen umgestellt. Das sind keine kleinen Blobblasen mehr. Ich habe mich zuletzt richtig erschrocken, weil ich nicht wusste, ob das funktioniert hat. Auf einmal lief da so eine riesige Wolfsspinne vor mir rum. Ich denke, scheiße. Hallo, Ameise. Ja, dazu brauchtest du... Oh, Moment. Hier dran, an den ganz dicken nur. Oh Gott. Hallo, Herr Marienkäfer. Sie sind doch lieb, oder? Ja, der läuft da einfach durch. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt hier kein... Ich hab's endlich mal geschafft, so eine grüne Laus zu töten. Wie viele Seile brauchst du? Drei? Ach so, kann ich weiterbauen? Nö. Nö. Ach, der Sack steht schon hier. Ich dachte, du bist... Ach so, das ist deine Markierung. Ach, das... ich dachte, das wäre so ein Wasserfinger. Ja, stimmt, jetzt, wo du sagst Saftfinger... Du meinst irgendwas Böses. Ich weiß jetzt übrigens auch, warum ich so wie eingekackt rumgelaufen bin. Das ist die Wolfsspinne, oder? Warte mal. Let's take a look. Wolfsspinne. Taking a look around. So, ich habe die ausgekundschaftet. Ob die schläft, weiß ich nicht. Wenn wir da reingehen, glaube ich, dann wird die trotzdem aggro. Hallo, die wollte ich gerade nehmen. Hallo, hat die jetzt genommen oder nicht? Ja, ach nee, was glaubst du, wo ich drauf gedrückt habe? Oh, von der Perspektive her sieht das ja so krass aus, wenn du so ein Blatt hochläufst oder so. Ne? Eine Hummel, die tanzt. Oh, die Krähe. Warte, wo ist sie jetzt hin? Nein. Also die Krähe ist klar, aber wo ist denn jetzt sie? Stimmt, da sind wirklich Bienen. Ich habe gedacht, das sind Hummeln. Also, dass sie beides haben.
Wo bist du denn jetzt eigentlich? Warte mal. La. Wir gehen in den Ameisenbau. Habe ich die Ameise eigentlich schon ausgekundschaftet? Kommt hier nochmal eine raus? Anscheinend nicht. Gut, gucken wir später nach. EP 84. Hui! Hier ist ganz viel Saft und ganz viel Wasser, wo ich reinfallen kann. Look at that spider. It looks amazing. Oh, and a little concerning. Welche Spinne sieht großartig aus? Oh. Radnetzspinne. Ja, das ist das Netz, was dich hier festhält. Doch, die hat da Netze geworfen irgendwie. Wenn ich in eine Hocke gehe, sieht die mich dann weniger? Die kommt hinter dir her. Ja, hier ist richtig beschissen, das weiß ich. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, ich bin gleich tot. Oh fuck. Blocken, hat er gesagt. Danke, jetzt bin ich... Hallo, wie schnell Zugriff, was soll das? Bin ich gleich ganz tot. Oh, oh, stirb! Stirb, du dreckiges Mistvieh! Hallo, ich hab grad geblockt, was soll das? Äff dich! Oh mein Gott! Ich muss hier weg. Nein, ich hau ab. Kommt hinter uns her, glaube ich. Die kommt hinter dir her. Oh. Oh. Science is out of control. Hör mir auf mit Science. Das erinnert mich an die Truller da, die nichts kann und immer so tut, als könnte sie alles. Sie hat mich gefunden! Kann ich nicht! Oh, ich komme hier nicht weg, Mann. Wollte ich ja gar nicht. Ich kann mich aber nicht heilen. Ich brauche Hilfe. Was? Nein, ich kann mich nicht essen. Aua, scheiße. Äff dich! Ich bin tot! Kümmere dich um die Spinne! Achso, eh zum Aufgeben. Ich wollte gerade eh drücken. I've got you, Hoops. Ich mach dich platt! Warte, ich komm von hinten. Oder auch nicht, ich komm ja nicht rum, warte. Boah, ich komm hier nicht raus! Was ist das für ein Scheiß? Du kannst dich hier nicht bewegen! Stirb, Spinne! Stirb! Nein! Oh! Was holt ihr mir hier alles hin? Heftig! Heftig! Verreck! Es wird dunkel, es wird dunkel. Ich hab nichts. Achso, doch, warte, ich habe was zu essen. Ich will hier durch, Mann. Wo bist du schon wieder? Du läufst in die völlig falsche Richtung. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück.
Doch. Nein. Oh, ich komme hier nicht durch, Mann. Oh, was ist das? Oh, 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 da ist ein Käfer, Käfer, Käfer. Böser Käfer. Ich. Ach, da oben bist du. Ich komme da ja nicht hoch. Hier ist ja direkt der Käfer, Schlauberger. Ja, das ist der, den ich dir gezeigt habe. Der ist richtig scheiße, weil hier eine Wolfsspinne direkt in der Umgebung ist. Da habe ich im anderen gebaut. Und da ist eine Wolfsspinne und die Käfer laufen mir die ganze Zeit rum. Habe ich dir gesagt, ja? Oh, was ist jetzt? Ja, von was? Ich sehe es nicht. Oh, nee, was ist das? Geh weg, Ameise, ich beschütze dich. Ich kann gar nicht hier hoch, oder? Mach ihn fertig. Oh, nee, scheiße. Was muss ich machen? How was a near-death experience? Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Die greifen mich ständig an, wenn ich da rumlaufe. Ja, aber hier oben laufe ich ja nicht rum. Ja, ich weiß, hier bin ich ja auf dem Privaten, habe ich ja gebaut. Aber die Gegend hier, die ist einfach scheiße. Das ist eine spezielle? Achso, das ist eine rote Kriegerameise. Oh, diesen mies. Boah, hier siehst du gar nichts, ey. Huhuhu! Käfer! Käferalarm! Käferalarm! Larve! Larve! Nicht Käfer! Larve! Ah, ich hab sie! Ich hab sie! Geh doch mal lieber erst nach Hause. Ich will erst mal ein paar Sachen erforschen. Nur das Spiel hat mich so fasziniert. Ich musste... Ach, du bist eine Blattlaus. Ich nehme mich auch noch mal mit. Ich musste mir unbedingt da noch einen privaten Stand machen. Hallo Ameise, du bist aber eine von der lieben Sorte, ne? Ich weiß ja nicht, ob die nach hier überhaupt kommen. So. Wie sammelt jetzt hier zwei Werkbänke stehen? Hä? Wieso hast du jetzt noch mal eine Werkbank gemacht? Science. Science is not mine. Ich hatte doch eben was. Das war der Spinnenbrocken. Wieso kann ich den jetzt nicht mehr analysieren? Der hat mir gesagt, ich soll den analysieren. Jetzt kann ich den aber nicht analysieren. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, den habe ich in der Nähe von dem kleinen Teich oder was das ist, da hatte ich was gefunden. Aber ich hatte... Nee, hier hatte ich noch keine Schaufel gemacht, ne? Bin so gut. Eichenschaufel. Zack. So. Die ziehen wir hier rein. Und das Essen ziehen wir wieder hier rein. So. So. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Hier ist doch bestimmt nichts Gefährliches, oder? Habe ich dir dein Essen madig gemacht? Tut mir leid. Uhuhu. Joanne! Da hinten ist eine Spinne. Ich wollte aber eigentlich da hinten in das freischalten. Wenn ich so tue, als ob ich eine Ameise wäre, meinst du, dass die mich dann angreift?
Leute, lass mich hier hoch. Lass mich hier hoch. Jabba-Cola. Ja, sie greift mich an, aber das war eine andere. Heftig. Nein. Radnetzspinne. Oh, heftig. Bin gleich tot. Komm her, du. Ich hab's überlebt. Aber jetzt ist eine rote Ameise hier. Ich will hier weg. Ich habe auch irgendwie jetzt Wissenschaftspunkte dadurch bekommen. Keine Ahnung, ich muss weg. Übrigens, danke, wie locker lässig du da hinten stehst. Auch meine Freundin wird gerade gekillt. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich gehe dann nachher mal dahin und guck mir die Leiche an. Ich bin wegen dir hier auf der Suche nach dem Leben, weil ich nicht mehr weiß, wo ich den gefunden habe. Und dann werde ich hier von so einer Kackspinne attackiert. Oh. Von den Ameisen haben wir wahrscheinlich nicht allzu viel, ne? Dass ich mir damit was machen kann. Ach, die hier fand ich total geil. Nichts verwenden. Ich brauche 3 Seile. Fuck. Ich brauche 2 Seile. Spinnrad. Hast du nicht gesagt, du hast ein Spinnrad gemacht? Damit kannst du nämlich die Seile besser machen. Also effektiver. So, ich habe die 3 Seile. Dann... Haha, sehe ich zwar jetzt hässlich aus, aber egal. Zack. Wo ist der Kerl jetzt schon wieder? Wieso sehe ich dich nicht? Hallo! Ich bin das Monster aus dem Wald. Ameisenkeule. Du meinst die rote Ameisenkeule. Können wir nicht machen, weil uns 2 Seile fehlen und 2 Ameisenmadibeln. Ja, es fehlen 2 rote Ameisen Mandibeln, was auch immer das sein soll. Und 2 Seile. Wo ist denn deine Bank? Ja, die haben doch da das gleiche System drin. Ja, aber die haben doch das gleiche im Lager. Hä? Ja, toll. Der hat aber auf das gleiche Lager Zugriff. Warum ist dann jetzt plötzlich, kann er damit mehr machen? Ich verstehe es nicht. Wo habe ich das Ding jetzt hier? Das war die Keule. Das heißt, die mache ich jetzt anstelle von der anderen Keule. Huch, was ist das denn? Stimmt, das ist ein Glühwürmchen. Aber die sind doch lieb. Oh, bist du doof? Nehmt ihr überhaupt Schaden? Ich sehe das nicht. Leuchtglibber. Es war aber lustig. Man musste hochspringen. So ein bisschen Matrix-mäßig. Wir können Fackeln machen. Lampe und Kronleuchter. Nee, es gibt doch auch so eine Glühwürmchenfackel, oder nicht? Habe ich irgendwo gesehen.
Also ich habe mal diese Hilfeseiten hier im Spiel angeguckt. Wieso machen wir das eigentlich alles in der Nacht, wenn hier so irgendwelche Viecher rumlaufen? Hallo, das habe ich genau gesehen. Da hinten ist alles grüner Schleim. Ach ja, da oben im Baum, wo ich die ganze Zeit mit dir hin wollte. Da bei der Forschungsstation unten. Da gibt es überall die Bären. Ja, sah ich ja die ganze Zeit. Und wir sollten ein bisschen Essen mitnehmen. Das heißt, wir müssten mal ein paar von den... Oh, nicht den Marienkäfer unbedingt. Ein paar von den Viechern killen. Hallo, guten Tag. Du willst den Marienkäfer jetzt machen, oder? Ich stell mich dir in den Weg. Du kommst hier nicht durch. Wir müssen die Keule nehmen, ne? Welchen? Hallo, ich habe keine Ausdauer mehr. Mann. Oh. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ja, sorry. Es ist automatisch irgendwie, wenn ja einer hin... Ja, den haben wir schon. Nee, nee, das war Käferteil. Den hatten wir schon. Den tue ich mal hier rein. Wieso ist mein Poncho aus? Was habe ich denn an? Hä? Wieso ist mein Poncho aus? Wollt ihr mich veräppeln? Safety first. Hä? Wie kann ich den eigentlich reparieren? Brauche ich Kleeblätter für? Okay. Warum auch immer. Keine Ahnung. Aber gut, das ist gut. Ach so. Oh, no need to be shy. Der hatte... Ach, jetzt verstehe ich das. Der hat den Poncho ausgemacht für diese kleinen Schulterblätter. Das ist aber beides 5. Das ist ja doof. Schleppkapazität, leichte Rüstung. Neulingverteidigung. Was heißt das denn? Armplatten und mal... Erhöhen noch dazu, was du schleppen kannst. Und das hier... Ja, dann nehmen wir das. Oh, ey, alles, was ich durchgehen wollte, um das zu zeigen und alles, nichts kann man machen. Der Epi, der baut hier irgendwelche Sachen quer rein. Wag es dich nicht, meine komischen Viecher hier zu klauen. Nee, ich stehe da ja sowieso mal dran. Oh, nee, ich wollte den aber eigentlich nicht. Scheiße, Moment. So. Ich wollte eigentlich da reingucken und wissen, wie viele da drin sind, aber es zeigt er anscheinend nicht an. Also nur die 4 dann wahrscheinlich, ne? Das kannst du dann nur sehen. Und ich klicke so schön da rein, auf einmal so zack, habe ich das Teil in der Hand. Gut, dann würde ich sagen, wir schlafen eine Runde und allerdings mit dem Speer gehen dann mal heim. Zu dem Ort, wo wir eigentlich in der Quest als nächstes hingehen sollen. Das werden wir allerdings nicht mehr in dieser Folge machen, sondern das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.